Wenn das hier mal irgendwie alles so Eisen wäre oder so, das wäre schön. Ich will es ja nicht übertreiben. Kohle vielleicht oder Gold. Na, guck mal, Redstone. Cool. Haben wir dann hier wieder alles? Nein, nicht ganz. So, willkommen beim Grundgestein. Hat man, glaube ich, noch gar nicht in der Session hier. Wie soll man denn hier wieder rauskommen? So. Gut, wo kommen wir denn überhaupt? Wir kommen von da. Hier sind die Diamanten. Gut. Dann buddeln wir uns mal kurz ran. Oh, guck mal hier. Das ist ja mal ein schöner Fund hier. Diamanten mit ein bisschen Gold noch. Und Eisen auch noch. Sehr gut. Kohle auch noch. Das ist ja mal so. Da muss ich mein ganzes Gemecker wegen den Kiesgelumpe zurücknehmen. Jo. Haben wir überhaupt noch Platz noch für die Diamanten? Ja. So, ja, komm her. Vier Diamanten, sehr gut. Hier war die andere Weg, okay. Redstone, Redstone. Eisen, Eisen, Eisen. Auch nicht schlecht. So war noch irgendwo was. So. Hier hinten war nicht mehr, ne? Nee. Können wir da mal eine Fackel irgendwo hinhängen? So. Ja, wir kamen von da. Wir müssen jetzt da lang durch. Ja, wie machen wir das jetzt am blödesten? Passt auf, wir nehmen mal. Ja, ich nehme mal den Pflasterstein, auch wenn ich hier eigentlich zum Pflasterstein abbauen hingekommen bin. Aber so haben wir den Vorteil, dass wir sehen, dass wir da was gemacht haben. Nicht, dass man dann später mal mit Erde. Und ja, da unten ist noch ein bisschen Erde, aber da habe ich jetzt auch keine Lust zu. Deshalb buddeln wir jetzt einfach mal weiter. Vielleicht finden wir ja mal Diamanten. Ich sehe gerade Fackeln gehen. Langsam aber sicher zur Neige. Aber trotzdem will ich nicht sparen mit den Dingern hier. Ich spare eh schon genug damit. Gang. Oh,
Apropos sparen, So. Vielleicht soll ich mich auch einfach nicht durch so viele Gänge ablenken lassen, denn da kommen wir später eh mal noch hin, wenn wir dann von der anderen Seite buddeln. Hier ist nichts. Verfüllen wir das mal wieder mit Pflasterstein. Hier über uns Erde. Oh, eine ganze Masse. Naja, da kommen wir dann später ja mal irgendwie ran noch. Ja, das Schlimme ist, ich bin jetzt neugierig. Ich will jetzt wissen, was hier noch an Diamanten vielleicht rumfliegt. Geil wäre auch irgendwie ein Trank, den man irgendwie sich craften könnte, irgendwie brauen mit irgendwelchen Zutaten, der einen dann irgendwie eine Zeit lang einen Pfeil in Richtung der nächsten Diamanten zeigt. Das wäre natürlich auch cool. Eine Wünschelrute oder sowas. Weil die ja nur für Wasseradern ist, aber naja. Eine Diamantenwünschelrute oder sowas. So, dann haben wir hier mal wieder ein bisschen Loch gemacht. Kommen hier an eine nächste Höhle. Durchbruch. Licht. Jo. Da denkt man, wenn man unten ist, kriegt man viel Pflastersteine, aber nein, man kriegt viel Kies. Ist mal was Neues. So, da hat es gerade geklingelt, da musste ich mal kurz rangehen. Aber weiter geht's jetzt hier. Der klingelt, entweder klingelt das Telefon oder es klingelt an der Tür, ist doch hier schlimm, ey. Ach, Mensch. So, mit ein bisschen Eisen, das nehmen wir noch mit. War hier was? Nee. Nee. Dann widmen wir uns mal der anderen Seite. Haben wir überhaupt noch Platz im Inventar? Kaum noch. Schande, ey. Naja, somit haben wir wieder ein Stack frei. Sehr gut. Hat auch seine Vorteile, wenn das Werkzeug kaputt geht. Man kriegt wieder Platz im Inventar. Ja, und finden wir hier noch irgendwas Interessantes? Nee, leider nicht. Dort auch nicht. Was haben wir denn jetzt alles im Inventar? Feuersteine können wir mal rausschmeißen.
Kies, so viel braucht man auch nicht davon. Weg damit, weg damit, weg damit. Ja, haben wir nicht eingesammelt. Und weiter geht's. Eine Höhle, okay. Und ein Lavasee, über den wir dann jetzt mal drüber gehen werden. Finden wir ja hier noch irgendwo Diamanten. Gold. Naja, okay. Gold nehmen wir ja auch gerne mal mit. Auch nicht schlecht. Ja. Sieht man denn noch irgendwo was? Ein bisschen Kohle. Redstone. Welche Höhe sind wir denn jetzt hier eigentlich? Diamantenwahrscheinlichkeit noch gegeben. Dann gehen wir mal hier hoch. So. Ja, nehmen wir Kies. Machen wir die Lava hier zu. Dann brauchen wir natürlich hier eine Fackel. Na komm, du geh weg. Geh weg. Lava macht mich immer irgendwie nervös. Die Kohle lassen wir mal da lieber. Das ist mir jetzt zu heikel. Hier wird dann gleich Wassereinbruch kommen, wenn wir hier die Decke aufmachen. Naja. Wobei wir das immer gezielt ausnutzen werden mit dem Wasser hier. Schöne Höhle, muss man sagen. Wobei ich anmerken muss, dass ich Höhlen vom Prinzip her nicht mag in Minecraft. Nicht so meins. Finde ich das Bauen schon interessanter. Pff.
schön hoch. Das Problem wird dann nur sein, hier wieder rauszufinden. Na, nun sag mal. So. Oh, hier, guck mal, Diamanten. Und Lapislazuli, oder wie das Zeug heißt. Nee, doch nicht wegschmeißen. Können wir noch gebrauchen. So. Ja. Dann müssen wir doch jetzt irgendwie rüber. Und die nächste Spitzhacke. Jo. Und von wo kam der denn hier? Geht's denn hier? Da geht's noch in die Höhle. Ach, ja. Ich hab's befürchtet, ich habe mich, glaube ich, verlaufen. Aber was soll's? Ihr kennt natürlich den Weg. Schreibt ihn in die Kommentare. Ja. Na, Kohle. Sehr gut. Ist die alles so? Wasserfall hoch, muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ach, guck mal, hier ist noch ein bisschen Eisen. Ich gehört sehr unsystematisch vor, fällt mir gerade mal auf. Aber was soll's. Warte mal, hier waren wir doch mal. So, warte mal. Hier von da kam er nicht. Hier was eingesammelt. Jetzt ja. So, dann gehen wir mal wieder hier raus. Kleiner Steg. Gut. War jetzt hier der richtige Weg hier. Ja, dann gehen wir mal wieder raus. Hier wäre so eine Mine, also so ein Minecart auch nicht schlecht. Ach, guck mal, hier war noch Kohle. So. Und was kommt denn
unser Zeug zu und wir gehen wieder nach oben. Ja, da haben wir heute auf jeden Fall wieder schön gebuddelt. Wir haben eigentlich auch schön was gefunden. Ups. Ach ja, da hat man ja auch mal Grundstein. Seht ihr? Habe ich vorhin Müll erzählt. Na, guck mal den Grafikfehler da oben. Ganz viele schwarze, weiße Punkte. Naja. Sehr doof. So.